Instagram-Kanal. Heute habe ich für euch einen Douglas-Haul bzw. auch eine kleine Mini-Drogerie-Haul, weil ich habe ein paar Items mir jetzt die letzten Tage so aufgekrabbelt und wollte euch die natürlich frühzeitig zeigen, falls das irgendwie limited ist oder sowas, dass ihr praktisch danach schauen könnt. Ich habe wieder bei Douglas bestellt und zwar eine kleine Menge, weil es da halt ein paar Produkte gab, die ich definitiv nochmal haben wollte, die ich jetzt so zum Beispiel in der Drogerie nicht gefunden habe. Und wie gesagt, ich hoffe, du abonnierst und aktivierst die Glocke von meinem Kanal. Wir sind so nah an den 700 Abonnenten. Ich hoffe, die knacken wir die nächsten Wochen mal. Und ich gebe jetzt noch ein bisschen Gloss auf meine Lippen, bevor sie mir völlig abfaulen. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Haul. Das ist schon viel besser. Ich benutze zurzeit wahnsinnig gern diesen Essence Color Boost Vanillicious in der Farbe Woody Rosie. Ich finde den sehr, sehr, sehr gut. Und wie ihr seht, der gibt so einen richtig, richtig schönen Glow, aber jetzt nicht too much. Ich würde euch gerne erst diese Drogeriesachen zeigen, die ich jetzt praktisch in das Video mit reintun möchte, damit ihr praktisch definitiv einen schnellen Grabsch habt, falls ihr irgendwie Bock habt auf was. Ich habe jetzt Teile vom DM und auch Teile jetzt vom Rossmann und die zeige ich euch jetzt geschwind. Beim DM habe ich diese wunderschöne Bodylotion gefunden. Und zwar ist das eine Limited Edition und zwar dieses Cool Camel. Entschuldigung, wie süß ist denn bitte dieses Kamel? Die riecht unnormal so nach leicht nach Mandel, Kokos irgendwie. Das, was ein bisschen doof ist, da ist jetzt irgendwie nie so eine Geruchsrichtung drauf. Die finde ich aber wahnsinnig, wahnsinnig gut. Also ich habe die jetzt in der Tasche aktuell seit knapp 4 Tagen und wollte die euch definitiv zeigen, weil das eine Limited ist und ich würde euch die so raten zu kaufen, weil die einfach wunderbar riecht. Dann habe ich noch in derselben Abteilung noch ein altes Produkt gefunden und zwar der Bodylotion No Drama Llama. Und das riecht auch geil. Das riecht nämlich so leicht nach cremiger Kirsche oder so. Leute, ich arbeite heute das erste Mal richtig mit dem Ringlicht. Also entschuldigt, wenn ihr irgendwo so ein kleines, Lichteinschuss sieht. Da dauert ein bisschen, bis man sich daran gewöhnt. Aber ich finde, die Qualität wird einfach dadurch besser. Und das ist natürlich super. Der Hintergrund bleibt so. Das ist so meine Vanity, meine Aufbewahrung, mein Schminkregal und so. Deswegen hoffe ich, dass es euch gefällt. Gerne schreibt mir mal in die Kommentare. Ich habe diesen Winkelpackage nur aussuchen können, weil ich halt das Ringlicht nirgendwo anders hinstellen kann. Das ist natürlich besser für mich, weil ich habe das jetzt praktisch mitten. Hier praktisch ist mein ganz großer Schminktisch. Das heißt, wenn ich Tutorials mache, würde ich praktisch hier einen Schminkspiegel hinstellen können und so. Und deswegen musste ich den Winkel jetzt so auswählen. Auf jeden Fall gab es die reduziert und zwar diese Bodylotion No Drama Llama und die riecht so geil nach Kirsche und ich habe die jetzt einfach mal mitgenommen. Leider steht da auch bei diesen Editionen nicht. Ihr müsst dann wirklich dran schnuppern, ob euch das gefällt. Also mir hat das super gefallen. Dann habe ich noch 3 Sachen für euch. Vier. Jetzt fängt ja auch bald die für mich schon Frühling. Ich überspringe immer Frühling, es ist immer gleich Sommer bei mir. Und ich habe mir jetzt das hier gekauft, und zwar Balea Gesichtscreme Magic Summer. Das ist praktisch so eine Gesichtscreme, die ihr auftragt, die praktisch nach und nach. Da sind so Ölpartikel und Bräunungspartikel drin. Ich merke da schon einen leichten Unterschied, weil ich habe halt immer mein Gesicht, ist immer ein bisschen heller wie das wie der Rest von meinem Dekolleté. Wir gehen dieses Jahr halt nur nach Hamburg und natürlich zur Glow nach Berlin. Aber in Berlin ist es ja schon Oktober, das wird ja dann eher nicht so Sommer sein. Aber in Hamburg wird es auf jeden Fall Sommer sein. Und da wollte ich jetzt praktisch statt ins Soli, weil wir gehen nur einmal pro Sommersaison ins Solarium, um so eine gewisse Start-up-Bräune zu bekommen. Und danach geht es eigentlich Abmarsch. Ich gehe zum Beispiel teilweise zum Self-Tan, also ihr kriegt so ein Sprühtanning oder so. Nicht, dass es jetzt unbedingt nötig ist, aber ich muss sagen, ja, also ich möchte jetzt nicht als Kalkleiste in den Sommer starten. Daher habe ich jetzt auch dieses ein bisschen zu Hilfe genommen. Also ich finde so eine Gesichtspflege, wo so ein bisschen Bräunungshilfe drin ist, gar nicht so schlecht. Und dann habe ich noch 3 Sachen, die ich euch ganz schnell zeigen wollte. Und zwar ist es das Aqua Feuchtigkeitsgelee von Balea. Ich finde das richtig geil, weil ich habe das gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Das ist praktisch eine gelartige Konsistenz. Ich zeige euch das mal. Seht ihr das? Also richtig gelartig, ja. Und die Konsistenz, die ist super feuchtigkeitsspendend. Also das ist jetzt auch ein permanentes Produkt.
Ich habe dieses, ich weiß jetzt nicht, ob ich das hier im Schränkchen habe. Ah, doch. Es gibt ja dieses Feuchtigkeitscreme-Gel. Das ist ja das, das habe ich euch ja schon öfters gezeigt. Und jetzt gibt es praktisch das Feuchtigkeitsgelee dazu. Und ich bin super begeistert von dem Produkt. Also ich habe das jetzt ein paar Mal schon genommen. Also ich könnte mir das gerade im Sommer sehr gut vorstellen, wenn ihr praktisch gerade frisch vom Freibad kommt oder so, dass ihr euch das aufs Gesicht tragt, damit ihr nicht so ein, ich weiß nicht, so wie ein Sonnenbrandgefühl bekommt oder so. Und dann habe ich noch aus der Lala Berlin LE von Catrice mir zwei Produkte mitgenommen. Das eine wäre eine Art Angled Brush für die Kontur. Und zwar fand ich das so cool. Ihr könnt halt hier richtig geil in eure Kontur reinfahren. Und so eine Brush kostet eigentlich sonst ein Schweinegeld, Leute. Ohne Witz. Also ich habe so eine Brush bei amerikanischen YouTubern nur von NARS gesehen. Und die kostet locker $50. Wenn nicht noch mehr. Weil NARS Brushes sind sehr, sehr teuer. Und dann habe ich mir noch diesen Catrice La La Land holographischen Lipgloss mitgenommen. Der ist richtig hübsch. Das seht ihr das, was ich meine mit Lichteinfall. Und den trage ich jetzt auch das erste Mal auf, weil riechen tut er richtig gut. Sieht man das? Es hinterlässt auf der Lippe so einen leichten, warte, ich versuch's mal. So einen leichten rosa Stich, seht ihr das? Ich finde halt, dass dieser holographische Trend, also mich stört es jetzt eigentlich nicht so arg, muss ich euch sagen. Weil, also was ich zum Beispiel immer mache, Leute, wenn ihr gerade jetzt farbigen Lippenstift drauf hattet, gell, streift euer Ding da wieder ab, weil sonst, also meines Erachtens, ich habe immer das Gefühl, dass dann das Produkt schlecht wird. Das wird natürlich nie gut sein. Und auf jeden Fall, da, Autofokus wieder da, waren diese zwei Sachen, die mich so am meisten interessiert haben. Da gab es noch so eine holographische Eyeshadow-Palette, wo die Pigmentierung aber für den Arsch ist, das kann ich euch sagen. Super krümelig und so. Und das waren jetzt schon die Sachen, die ich jetzt praktisch bei DM kurz geguckt habe. Jetzt zeige ich euch bestimmt, was ich bei Rossmann geholt habe. So, bei Rossmann habe ich zwei ganz banale Sachen gekauft. Und zwar habe ich hier dieses Handcreme Japanese Harmony. Ich bin ja eine Intensivpflegerin in der Beatmung, in einer häuslichen Beatmung. Und ich habe wirklich, ungelogen Leute, 50 Handcremes oder so zu Hause rumfahren. Ich habe da wirklich zwei große Körbe für, wo ich diese Sachen, sag ich mal, horte, weil ich brauche wirklich im Monat locker ein bis zwei Handcremes. Weil ihr merkt einfach, wenn ihr mit diesen alkoholischen Substanzen arbeitet, dass ihr einfach unnormal viel Handcreme braucht. Und Leute, diese Handcreme, da steht auch limitierte Edition drauf. Deswegen zeige ich euch das jetzt auch geschwind, damit es nicht ein nackter Douglas Hall ist, weil so viel ist es gar nicht. Das riecht so fein nach Kirschblüte, total geil. Die kostet 69 Cent, die anderen Sachen waren recht billig, der da war recht teuer, der hat fast 4,45 gekostet und der 3,95, also so billig ist das nicht. Und dann habe ich eine Empfehlung von der Alida. Alida zum Beispiel, kennt ihr ja den Kanal Family for Life, den verlinke ich natürlich hier unten oder schreibe euch den Namen daher. Sie liebt diese Three Steps Palette und zwar ist das so eine Highlighting Palette, ja. Wo ich halt sagen muss, unglaublich, wie cool die ist. Also ich zeige, also da ist so ein Cheat drin, das mache ich mal raus. Und zwar ist das von der neuen Rival de Loop Young Theke. Ja, ist das hier so ein Produkt, wo ihr praktisch Highlighter, Blush und Konturton drin habt. Ich finde das sehr cool. Die hat mich 2,99 € gekostet. Ich habe sogar 10% Rabatt gehabt, dann habe ich nur noch 2,70 € oder so bezahlt. Probiert sie gerne mal aus. Also ich werde die mal ich werde jetzt mal so neuere Produkte auch wieder nehmen und dann packe ich euch zeigen, weil ich eigentlich möchte, dass ich schon viermal die Woche hochgeladen bekomme. Es sind manchmal nicht lange Videos, also ich habe mich auch entschieden, mal nur ein Produkt, also ich kann auch gerne auch nur einfach ein kleines Video über das machen, 10 Minuten oder so. Wie gesagt, es ist schon so, dass man immer wieder bei Rossmann was findet, aber das war eine absolut geile Empfehlung von der Alida und ich freue mich, wenn ihr bei ihr vorbeiguckt. Und ich zeige euch jetzt, was ich bei Douglas geshoppt habe. So, ich habe ja schon länger bei Douglas nicht mehr geshoppt. Also man muss es ja mal gleich mal unterstreichen. Ja, ich habe schon länger bei Douglas auch nichts mehr gefunden, was sich lohnte. Ich hatte da jetzt einen 15% Coupon eingelöst. Beziehungsweise hatte ich den praktisch durch meine Punkte, die man bei Douglas online sammelt, ja, habe ich den jetzt eingelöst und habe mir halt davon einige Items bestellt, die ich euch sehr, sehr gerne zeigen würde.
Zum ersten haben wir das Dream Setting Mist von Maybelline. Das ist dieses hier. Das ist praktisch ein, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Könnt ihr das lesen? Luminous, genau, da ist es. Luminous Setting Spray. Ich bin ja lately auf dem Luminous Trip. Ihr seht ja, wenn ihr gerne mal so eine ich sag jetzt mal, Frühlingshautroutine sehen möchtet, dann sagt mir gerne Bescheid. Also ich habe jetzt zum Beispiel heute ganz, ganz wenig Make-up. Dann habe ich von Catrice so einen Liquid Metal Highlighter, wo natürlich die Wimpern schon wieder draufgeknallt sind. Dann ein bisschen Wimperntusche, Rouge, bisschen Bronzing-Puder und zwar das, was hier leer ist, was neu gekommen ist. Und ich sette super, super gerne mein Gesicht mit einem Luminous-Spray gerade, weil ihr seht ja, ich habe jetzt gerade, glaube ich, eins von, ich weiß nicht, ich glaube von Mario Badescu. Wenn ich es drauf mache, ist es bei mir schon sehr luminous. Da habe ich mir mal eins geguckt, weil ich habe in der, also hier, das sieht jetzt durchsichtig aus, aber ich weiß nicht, irgendwas wird da bestimmt drin sein, was das Luminous macht. Da bin ich mal ganz gespannt, wie das hilft. Dann haben wir ein Backup des Butter Bronzers und zwar so sieht der Butter Bronzer aus. Ah, so, seht ihr das? Ich nehme das jetzt mal aus der Verpackung raus. Also der Butter Bronzer bei mir, den kann ich euch mal zeigen, wie der gerade aussieht. Also das ist der alte, den ich habe und der ist hit the pan, also richtig geil. Ich hab so eine Methode rausgefunden, wie ich doch noch alles rausgekratzt bekomme. Und das ist der neue Butter Bronzer. Also ich liebe den, Leute. Also richtig, richtig schön. Ich habe jetzt praktisch komplett die dunkelste Version. In Amerika gibt es ja noch mehr Töne davon. Aber das ist ein richtig, richtig toller Bronzer, der halt auch nach Sommer absolut riecht. Total geil. Und dann habe ich hier noch zwei Duftproben für den Mount, weil ich eigentlich mag diese Pröbchen nicht. Ich habe... Oh, rausgerutscht. Ich benutze meistens von The Body Shop einfach Body Sprays und Body Parfums, beziehungsweise solche, ich weiß gar nicht, wo das ist. Das ist so ein ganz toller Parfumflakon, die kosten 40 Euro. Ich mag eigentlich gar keine penetranten Düfte. Ich bin so das Mädchen, was eher nach Schminke und irgendwie nach Shampoo riecht oder so. Ich habe jetzt heute auch meine Haare. Ich hoffe, dass ihr das mal irgendwann sehen könnt auf Bildern. In Amethyst gefärbt, mit Schwarzkopf Amethystfarben. Sieht so schön aus. Das ist so ein richtig geiles Schwarz mit so einem lila, richtig krassen lila Stich. Das sieht jetzt aus wie blau-schwarz. Das ist aber tatsächlich ein toller lila Stich. Und auf jeden Fall habe ich da einfach dem Markt zwei Sachen mitgenommen. Dann mussten vor lauter Panik, Leute, ich liebe diese Blenderpinsel und zwar von der Girls Squad LE, diese hier. Ich finde die so geil. Wartet mal, ich mache mal kurz das Licht runter, dann könnt ihr es gleich hinzublendet. Und zwar diese LE, die finde ich ja so geil. Also die gefallen mir richtig gut. Da habe ich mir fünf Backups geholt, weil das sind halt so richtig schöne, schmale Blenderköpfe. Und das hat mir richtig gut gefallen und deswegen habe ich mir da einfach Backups gesichert von. Ich habe durch 15% natürlich einiges an Geld gespart. Ihr bekommt dann auch immer noch so einen Cheat mit dabei. Also bei mir in dem Falle war es jetzt ein 5 € Rabattcode bei 30 Euro. Ich bin jetzt letzten Samstag, also ich glaube, das Video kommt jetzt am Montag online. Das heißt, ich war am Samstag mit meinem Freund im Sephora und so. Und da zeige ich euch auch, was ich dann natürlich gekauft habe. Aber ich denke, das wird gar nicht so viel sein, weil es ist so teuer. Dann habe ich mir noch einmal ich gucke auch immer wieder in der Sale-Abteilung von Douglas und habe diesen Melted Latex gefunden von Too Faced. Und zwar habe ich da gemischte Sachen gehört. Also diese Melted Latex sind ja praktisch nicht diese Melted Matte, sondern diese glossigeren Versionen davon. Ich habe den auch schon getragen. Und ich muss sagen, scheiße. Also der hat mir nicht so gut gefallen. Too Faced hinterher, also die Farbe ist Bombe, also sie sind auch richtig stark pigmentiert. Also das, was auf der Farbe drauf ist, das bekommt ihr auch wirklich in Glossy-Form auf eure Lippen drauf. Das Problem, was ich halt hier einfach sehe, kommt da gerade mein Freund? Nein, kommt er nicht. Schnell, bevor er kommt. Mein Mann neigt dazu, dass er die Tür, bevor er reinkommt, aufreißt und sagt, bin da, wer noch? Und dann, bum, 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 bum. Alter, der ist so cool. Aber auf jeden Fall habe ich mir diesen Melted Latex gekauft. Einfach weil er hat, also der war von 20 Euro auf 10 Euro reduziert und habe dann noch 15% drauf gehabt. Also habe ich 8 Euro irgendwas bezahlt. Da dachte ich, komm, eine Farbe nehme ich mit. Und ich verstehe die Reviews, die ich jetzt gesehen habe. Das ist so krass dick, das Zeug. Also, also das Latex, das ist wirklich absolut Programm, dieses Scheiß, ja.
Es ist so dick, ja, dass ich finde es jetzt nicht unangenehm, aber wenn ihr es auftragt, müsst ihr schon richtig arbeiten wie bei einem Liquid Lipstick. Also das ist... dann habe ich, dadurch, dass ich da halt noch so auf der Seite gesehen habe, dass es da einen Code gibt, habe ich mir von Glam Glow, gab es eine ganz süße, ich hoffe, ihr könnt das sehen, ein Pröbchen von dieser Waterburst Maske mitgehen lassen. Und zwar, das A5ml ist so teeny tiny, also ich habe das jetzt mitgenommen. Ich habe nur Gutes eigentlich von der Glam Glow gehört, aber Leute, ich wusste nicht, dass die so stark riechen. Also ich dachte eher, das sind so ein bisschen, ja, also ich weiß, dass sie nicht schlecht sind, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da so viel Duftstoff drin ist. Also ich werde sie testen, gerne sage ich euch Bescheid, wie ich sie gefunden habe. Das ist ein Hydrating Glow Moisturizer, also der gibt echt Glow, aber der ist schon, also stark am Riechen. Also der riecht ähnlich wie das hier. Ja, so ein bisschen nach Mandelmilch oder so. Und ich hätte damit gar nicht gerechnet. Dann, ich liebe die Sol de Janeiro Bam Bam Cream. Und ich liebe die, das habt ihr ja gesehen. Ansonsten zeige ich euch hier gerne ein Bild. Ich habe jetzt gerade meine Bam Bam Cream in meinem Schränkchen. Und zwar ist das ja ein total gehyptes Produkt, was jetzt praktisch von Übersee zu uns gekommen ist. Und es gibt jetzt die Handcreme dazu. Und die ist so toll. Natürlich muss es eine Handcreme sein. Die ist so, so toll. Die ist wirklich toll. Die riecht auch original nach der Bam Bam Cream und ich habe die definitiv schon in meiner Tasche gehabt. Ihr habt ja schon gesehen, hier oben gibt es schon ein kleiner Ditcher drin. Ich benutze die auch, die ist echt toll, also unglaublich. Ich freue mich. Und dann habe ich die zwei Hauptakteure in diesem Einkauf und zwar habe ich mir einen Baby Becker Highlighter in Vanilla Quartz gekauft. Und zwar gibt es bei Douglas die Möglichkeit, alle Becker Highlighter in einer Mini-Probeversion zu kaufen. Da zahlt ihr dann 15,99 €. Und das ist so süß, Leute. Und zwar, ich finde das eine sehr gute Möglichkeit, praktisch die richtige Farbe für euch zu finden. Weil es ist ja oft das Problem, dass ihr halt so ein... Also ich kann es euch mal im Vergleich zeigen. Ich habe jetzt zwei große davon. Also ihr könnt ja praktisch sehen, das ist im Prinzip so wie das mittlere Stück. Also schon extrem, extrem viel größer. Und das ist die Farbe Vanilla Quartz. Ich fand den sehr, sehr schön. Das ist praktisch so ein Gold. Ich hoffe, dass der nicht zu hell ist. Ansonsten kommt er jetzt Inner Corner Highlight. Also, haha, voll geil. Also ich denke, also ich habe jetzt zum Beispiel Opal drauf und ich weiß halt, dass sie sehr, sehr gut mit meiner öligen Haut funktionieren, weil diese Becker Highlighter sich unglaublich in die Haut einarbeiten und total schön aussehen. Also da habe ich mir so eine kleine Version davon gekauft, weil ich halt nicht einsehe, 40 € für eine große auszugeben. Und das schönste Schätzchen, was ich mir gekauft habe, war die Soft Glam Palette von Anastasia Beverly Hills. Und zwar ist es tatsächlich meine erste Anastasia Beverly Hills Palette. Mir hat ja die Modern Renaissance von dem Color Scheme überhaupt nicht gefallen, weil ich stand da nicht so auf Bärentöne. Mittlerweile habe ich halt durch Violet Wars und durch meine ganzen anderen Paletten wirklich eine ganz andere Qualität, wo ich sage, hey, ich möchte die sozusagen nicht unbedingt jetzt in tausendfacher Menge hier haben. Und zwar seht ihr das, das ist dieses Farbspektrum. Ich werde die jetzt euch nicht swatchen, weil ich da gerne eine Review drüber machen würde, weil die jetzt aktuell bei Douglas da ist. Und ich habe jetzt 15% darauf gespart und habe fast 9 € weniger bezahlt. Sie ist für 54 € zu haben, ist natürlich super viel Geld, aber ich finde den Dick Color super geil. Also ich bin ja super gespannt auf die Farben hier oben und das Orange Shadow am Burnt Orange sieht so toll aus. Ich hoffe, ihr könnt das wirklich gut sehen. Darüber wird es eine separate Review geben. Es ist wirklich in so einem Velvet-Teil. Also ich muss sagen, ich habe noch keines meiner Paletten schmutzig bekommen. Also ich habe jetzt nicht nur diese Palette, die ein bisschen empfindlicher ist dann, sondern auch noch ein paar andere. Aber ich weiß definitiv, dass die einen großen Platz bekommen wird. Und ich würde darüber gerne eine Review machen, weil ich einfach finde, dass diese etwas teureren Paletten einfach einer eigenen Aufmerksamkeit bedarfen, wie es jetzt ist, wenn ich euch eine 5 € Palette von Essence zeige oder so. Und ich hoffe, dieses Video hat euch absolut Spaß gemacht und ihr findet diesen Hintergrund auch sehr, sag ich mal, jetzt langsam so gewöhnt. Also ihr könnt mich einfach auch besser sehen. Also es ist für mich noch ein bisschen komisch, wenn ich euch Produkte zeige, dass es hier so reinreflektiert. Aber daran kann ich leider so wenig ändern. Meine Softboxen sind ja trotzdem noch an, damit der Hintergrund auch mit einem geleuchtet ist und ein bisschen schöner aussieht.
Und wie gesagt, ich hoffe, ihr abonniert diesen Kanal, weil euch einfach das wahnsinnig Spaß gemacht hat. Ich haule jetzt, habe jetzt diesen Monat viele DM-Hauls gehabt, Anfang des Monats. Ich habe also auf meinem Kanal meistens Anfang des Monats größere DM-Hauls, weil ich einfach dann viele Sachen für meine Familie und für uns halt einfach nachkaufen muss. Und ich hoffe, wie gesagt, dass ihr auf diesem Kanal wahnsinnig Spaß habt. Schaut euch um, ich verlinke euch hier gerne ein paar Videos auf der Seite. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder, ihr Süßen. Und bis bald!